Moin Moin, was geht ab, liebe Zocker? Agri für euch am Start. Und wir zocken jetzt hier nochmal eine kleine Runde Arcade. Ich wollte jetzt hier nochmal ja, ein bisschen Squadron Tower Defense zocken. Oh, keiner drinne. Schade. Ja, dann warten wir noch einen kleinen Moment. So, ich habe mein Mikrofon hier mal wieder ein bisschen umgebaut. Ich hatte ja vorher immer so einen Standfuß genutzt. Nur das Problem ist ja halt, der steht hier in der Mitte und hat direkt halt Kontakt zum Schreibtisch. Das heißt, sobald ich jetzt hier irgendwie irgendwie auf den Schreibtisch klopfe, wird das immer sehr laut und ich habe das jetzt wieder erstmal meinen Mikrofonarm hier rangebaut, das Mikrofon. Jetzt seht das natürlich hier mit drinne, aber ich denke, dass es erstens besser ist, weil hier mein Mund beziehungsweise näher am Mikrofon dran ist, dass er mich dann besser versteht, und zweitens habe ich dann sozusagen diese Kopplung nicht mehr. Also, dass es sozusagen frei hängt, das Mikrofon, und ich dann die Geräusche vom Tisch dann sozusagen überträgt mit. Auf jeden Fall nicht mehr so stark, weil der Arm ja auch am Tisch befestigt ist. Ich könnte ihn hier, ich hatte ihn jetzt zeitweise auch schon mal an meiner Fensterbank befestigt, aber ist auch nicht so geil, weil dann meine Jalousie da immer so komisch am Abkrebeln ist. Und ja, so ist es auf jeden Fall ein bisschen besser. Hoffe ich jedenfalls. Ja. Okay, so, es hat sich hier schnell gefüllt, das Arcade. Und wir werden wohl unseren Custom Builder wieder spielen. Vielleicht mal einen anderen wählen oder vielleicht nochmal eine andere Zusammenstellung. Ich würde gerne mal mit den Schwarmhorsten spielen. Also, dass ich mal eine Menge Schwarmhorste baue und vielleicht noch ein paar andere Einheiten mit reinnehme, von Automaten vielleicht. Muss man mal gleich gucken, was man da so machen können noch. Vielleicht habt ihr ja auch eine coole Zusammenstellung von vom Custom Builder. Könnt ihr mir die gerne mal in die Kommentare schreiben. Würde mich mal interessieren, wie ihr hier so immer spielt. Ich werde natürlich jetzt auch nochmal, wie schon mehrfach erwähnt, mal die ganzen einzelnen Helden durchzocken. Also die ganzen einzelnen verschiedenen Zusammenstellungen, die es hier gibt. Also wie Automaten, Sylphie, und so weiter und so fort. Gibt ja hier einige fertige, also fixe Zusammenstellungen. Sylphie finde ich sehr interessant, wenn man die Einheiten miteinander merchen muss. Das heißt, man verschmelzt die sozusagen miteinander zu einer stärkeren Einheit. Und gefällt mir persönlich ganz gut. Früher habe ich halt immer Sylphie gezockt. Und finde das an sich einfach ganz interessant und macht mir auch eine Menge Spaß. So, da geht's auch schon los. Wollen wir mal gucken, was wir hier machen. Oder vielleicht zocken wir auch direkt mal Sylphie. Oder starten vielleicht auch oben mal durch. Oder ich muss mal schauen, wie ich gerade Bock habe. Hier befindet sich dann meine Tasse. Schön von Starlight Express. Starlight Express, wir brauchen dich jetzt. Wo bist du? Sag es mir. Habe ich als Kind mal gesehen, Starlight Express, und finde das Musical richtig, richtig nice. Und vor kurzem, also so lange ist noch nicht her, ich glaube ein Jahr oder so, ein oder zwei Jahre ist es her, da waren wir in Bochum und haben uns das nochmal angeguckt und saßen relativ weit vorne, und das ist einfach ja richtig cool. Die ganzen Schauspieler oder Darsteller sind halt alle auf Rollschuhen unterwegs, und das ist einfach ein richtig cooles Musical. Kann ich jedem empfehlen. Also Cats ist dagegen scheiße. König der Löwen soll noch richtig gut sein. Habe ich bis dato noch nicht geschafft, obwohl Hamburg von uns jetzt hier auch nicht so weit entfernt ist. Fahren da so 2 Stunden. Ungefähr 2 Stunden nach Hamburg. So, wir haben jetzt hier mal den Swarm-Builder ausgewählt. Also den Custom-Builder habe ich Swarm benannt. Oh, ihr leckt schon der Erste. So, da ist drinne. Ja, seht ihr hier unten vielleicht noch ganz leicht durch. Jacques Drasil, Swarm-Host. Dann Magnetosphäre-Resonator, Spirit haben wir hier noch drinne. Und den Zergling-Warrior. So, und ich hoffe, der fliegt jetzt hier nicht raus direkt. Wäre ein bisschen uncool. Wir spielen eine Adrenalin hier und 3X haben alle 8 Leute angewählt. Und ich finde diesen Magnetosphärenresonator auch echt cool. Der gibt ja den Towern sozusagen ein zusätzliches Schild. Und ich habe gelesen, also einer bei YouTube hatte mir geschrieben gehabt, derjenige weiß wahrscheinlich,
dass er jetzt gemeint ist, dass die sich nicht doppelt decken lassen. Also man kann nicht zwei Magnetosphären bauen. Und also die geben ja, na, wenn sie noch nicht ausgebaut sind, 45 Schild und wenn sie ausgebaut sind, 90 Schild. Und man kann, wenn man beide ausbaut, gibt es halt nicht 180 Schild, die lassen sich nicht stacken. Aber man kann eine ausbauen und eine nicht ausbauen und dann hat man ein Schild von 125. So, und ja, das werde ich jetzt mal probieren. Ich glaube, ich werde jetzt hier anfangs mal mit Zergling-Variant starten. Also erstmal hier das Schild hier hinpacken. Ich glaube, so ein bisschen, ja, so vielleicht. Nicht ganz vorne oder so in der Mitte hier so ein bisschen. So, und dann werde ich mal hier in dem Radius des Kollegens hier mal ein paar Zergling-Warrior reinpacken. Vielleicht dann auch so versetzt. So ein bisschen drumherum. So, bauen wir mal komplett so aus. So habe ich es auch noch nie gespielt. Das ist jetzt hier die Premiere sozusagen, dass ich das mal so teste. Aber ich denke, das könnte ganz gut laufen, weil die haben sehr wenig Energie, aber da der Schild ja sozusagen denen nochmal 45 Schild gibt, haben die statt 55 haben sie dann genau 100 und ja, das könnte eigentlich ganz gut sein. 100 Leben, die kann man ja auch noch ausbauen zum Zergling Savager und dann sind sie ja noch stärker. So, jetzt haben sie jetzt Schild gekriegt, sieht man hier, 45 Schild und die Magnetosphäre, finde ich, macht auch einen guten Schaden, hat eine hohe Waffengeschwindigkeit von 0,25. So, wir holen uns jetzt hier ein Gas, wie immer. Wir testen es so einfach mal. Oder wir lassen das Gas weg. Gas ist weg. Und, nee, wir haben es jetzt ausgebaut. So, jetzt haben wir 80. Wir könnten jetzt überlegen, ob wir bei den Lava-Crawlern hier einen ausbauen. Zum dickeren Zergling, zum Savager. Oder, das wäre, können wir nicht bauen. Oder so ein Spirit ist auch cool. Aber ich glaube, wir bauen mal hier einen aus. Oder wir können noch mehr von denen hier bauen. Ja, wir bauen. Entschuldigung. Wir bauen mal einen aus. Oh, ich habe genossen. Liebe Genossen. So, der hat jetzt hier 410. Also insgesamt eigentlich 455 jetzt mit Schild. So, und das sollte doch eigentlich ganz gut steil gehen. Die dürfen halt hier uns rounden das jetzt hier schon ein bisschen. So, greifen die schon mal Magnetosphäre an. So, wir werden die jetzt gleich nochmal ausbauen. Dann gibt die 90 Schild, dann sind die Zerklinge ordentlich stark. Aber so mit der mit dem Aufbau läuft es bis jetzt ganz gut, muss ich sagen. Gefällt mir. Okay. Wir könnten jetzt überlegen, ob wir ausbauen. Ja gut, müssen wir ja dann ausbauen. So, wir holen uns jetzt hier noch ein, zwei Zerklinge dazu. Die machen wir mal so versetzt um den ja, um den Resonator rum. So, und der gibt jetzt hier unten stets rechts auch 90 Schild und plus 2%, also 2% pro Sekunde Schildregeneration. So, jetzt die dritte Welle sind die Space Cows. Wir holen uns jetzt ein Upgrade. Ein Gas-Upgrade noch dazu. Sollte ja eigentlich so jetzt auch easy sein. Der ist erstmal stärker. Die haben ja mehr Schild bekommen. Also alle Einheiten sind dadurch ja stärker geworden. Und nächste Runde holen wir uns dann nochmal einen Resonator noch dazu. Ja, der macht ja auch gut Schaden. So, jetzt können wir hier... Setzen wir den direkt daneben. Oder dahinter. Könnte man auch überlegen. Aber nee, ich glaube, wir setzen den direkt daneben. So, jetzt haben wir nochmal 70 über. Wir machen jetzt noch ein Gas-Upgrade und holen uns hier noch zwei Zerklinge dazu. Jetzt haben wir eine schöne Batterie, finde ich. So, und die müssten jetzt, wenn das so stimmt, was mir hier berichtet worden ist, ich gucke mal hier direkt auf den hier, der müsste jetzt sozusagen ein plus 125 Schild dann bekommen. Wenn das denn so stimmt. So, wir gucken mal. 90 Schild plus 45 Schild. Ja, das passt. Das geht jetzt aber gut steil hier. Es könnte knapp werden, aber es sieht gut aus. Wir haben uns jetzt hier nochmal ein Gas-Upgrade. Jetzt kommen ja die Overlords. Und jetzt holen wir uns
Ah, Jacques Dressel können wir neu. Spirit. Ja, wir könnten es erstmal wieder ein bisschen Depots ausbauen. Dann holen wir uns einen Spirit noch dazu. Armod und Normal, den packen wir. Ich glaube, den packen wir mal direkt daneben. Oder hier vorne mit hin. Als Buff, ja, als Block noch nach vorne. So, und holen uns dann hier noch einen Zergling-Warrior, glaube ich, dazu. Die sind ja also schon sehr stark und blocken auch ganz gut. Und das sollte jetzt eigentlich auch ganz gut passen. Und jetzt werde ich mir erstmal das Speed-Upgrade holen. So, das kommt jetzt. Hier nochmal ein Mutaliskett schon mal mit rüber schicken. So, Warrior stehen noch. Boah, das sieht sehr gut aus. Sehr überzeugend. Das Schöne ist halt an Squadron Tower Defense, dass man halt so viele Sachen testen kann und umbauen kann. Ich denke, deswegen ist es auch so beliebt, das Arcade. Gibt ja hier bei StarCraft tausende verschiedene Arcades. Aber nur wenige, die halt wirklich auch immer laufen, also wo immer Leute drin sind. So, wir können uns jetzt einen Demon holen. Sechste Welle, Roaches kommen jetzt. Holen wir uns einen Demon noch dazu. Oder sparen wir ein paar Mineralien. Und holen uns gleich mal einen Jacques Drasil. Ne, ich glaube, wir holen uns jetzt vorsichtshalber erstmal noch einen Demon. Machen hier nochmal irgendwie. Obwohl, wir holen uns jetzt keine zusätzlich. Wir machen gleich lieber nochmal ein Upgrade. Mal schauen, wie das jetzt läuft. Normalerweise sollte das jetzt an sich gut passen. Ah, das sieht schon wieder nicht so gut aus, weil die jetzt hier surrounded wurden. Meine Magnetosphären, wenn die sterben, habe ich das Problem, dass der Schild für alle wegbricht. Aber, ja, der Demon legt hier auch gut los. Der macht hier gut Schaden. Ich glaube, wir können jetzt... Ja, wir safen unsere Mineralien jetzt erstmal noch ein bisschen. Weil, wie gesagt, ich spiele das jetzt hier zum ersten Mal und man muss halt immer ein bisschen gucken. Oh, Entschuldigung. Ob das dann auch so läuft. Nicht, dass man jetzt hier sich... ein Gas-Upgrade noch holt. Von den Mineralien wahrscheinlich. Ja, könnte man machen. Aber ich glaube, ich will jetzt erstmal so einen Jacques Drasil holen. Ich habe hier genau Supply, noch zwei über. Und der kostet 290. Und ich habe jetzt hier 243 Mineralien. So, und jetzt kann ich mir den hier holen. Und den kann ich jetzt schön hier vorne hinstellen. Das sollte jetzt eigentlich ganz gut passen. So, ich packe den jetzt mal direkt daneben. Und später auf jeden Fall noch ein paar Swarm-Hoste holen. Also ich möchte auf jeden Fall zwei haben, bevor die 10. Welle anbricht. Können natürlich jetzt kritisch werden, also wird auf jeden Fall nicht einfach, weil ich auch ein Tree of Knowledge haben möchte. Ja, gucken wir mal, ob das jetzt hier was wird. Alter, das Schild ist echt cool, 135 Schild. Habe ich 125 vorher gesagt gehabt, ne? Ja, fail. Nicht mal rechnen kann ich. Klar, 90 plus 45 sind 135. Ja, nicht 125. Okay, achte Welle. Jetzt kommen die Grim Reaper. Die mag ich gar nicht. Ja, Depot jetzt erstmal noch holen. Wir könnten uns jetzt schon einen Swarmus holen. Das, ich denke, das machen wir jetzt auch mal, dass wir den mal da hinten hinpacken. Hier vielleicht direkt mal so seitlich oder ganz seitlich, aber dann ist er nicht mehr im Schild mit drin, glaube ich. Wir stecken den da, wir packen den mal dahin. So, und nächste Runde muss ich das Geld auf jeden Fall komplett sparen, denn ich habe nicht einen hohen Income, also 50 ist jetzt für die Welle nicht gerade hoch. Und ich habe so das Gefühl, dass ich jetzt auch liegen werde. Ich müsste gleich dauern. Ja, lebt hier noch der Jacques Drasil? Ja, das sieht gut aus. Ja, schön. Das Swarmhost hat auch gut gearbeitet. Aber meine Teammates, die kriegen hier, er hat ja auch schon zwei Swarmhoste. Medusa noch am Start. Ja, das sollte auch laufen. So, da kann ich sogar jetzt noch ein paar Mineralien abgreifen. Ja, die Karen Spitter sind, finde ich, auch echt nice. Ja, läuft. Sehr schön.
achte Welle, 337 Mineralien. Die könnte man ja auch nochmal ausbauen für 310. Fliegen die Teile. Aber wir werden jetzt hier nochmal einen jetzt holen. Und dann hoffen, dass wir den trotzdem ja, den hier noch als Tree of Knowledge ausbauen können. Wird aber nicht einfach. Guck mal hier, die haben alle hier, obwohl Max, der hat noch gar keine Upgrades gemacht. Aber hier, Eismann. Ich hasse Eismann. Also ihn nicht, aber ich hasse die Firma Eismann. Ging mir auf den Sack. Ja, die weiß nicht, die nerven. Wollen hier immer was verkaufen und dann sagt man schon zehnmal, ich will nichts mehr, ich will nichts mehr, ich will es abbestellen und dann kommt trotzdem immer wieder so noch so ein Nervanruf. Aber seit langem haben sie schon nicht mal angerufen. Ich habe da irgendwann mal wirklich Terror gemacht, gesagt, ich möchte das nicht mehr. Bitte hört auf, mich hier immer mit irgendwelchen komischen Sachen zu bombardieren. So, jetzt hier, Tree of Knowledge habe ich jetzt ausgebaut. Haben noch 70 Mineralien über. Ich glaube, dann hole ich mir vorne hier noch so einen Spirit dazu. Packen wir mal direkt daneben. Und ein Zergling, dann haben wir alles ausgegeben. Jetzt haben wir noch ein Mineral über. Und vielleicht kann ich jetzt hier noch einen Medic mit rüber senden. Aber ein Goli wäre auch geil, aber Goli schaffe ich nicht mehr. Medic könnte ich gerade noch so schaffen. Ja, Medic kommt doch mit. So, und jetzt bin ich mal gespannt, ob wir das hier hinkriegen. Ich denke, das wird schwer. Aber die werden hier schön abgelenkt. Der Tree of Knowledge kann hier gut Schaden machen noch. Der ist jetzt aber auch down. Aber die Schwarmhoste, die lenken hier die ganze Zeit den Festor ab hier. Und es sieht gut aus. Das ist sehr gut, die Taktik läuft. Super, ich mache jetzt hier mal... Ich mache jetzt erstmal jedes... Egal. Mache ich noch ein Speed-Upgrade. Und dann hole ich mir nochmal einen Gast dazu. So, da wird geleakt. Und, boah, das sollte klappen. Die sind halt alle angeschlagen. Swarmhoste, zwei Stück habe ich ja da. Die werden den gleich weiterhin auch schön ablenken. Und ich glaube, der Aufbau ist so ganz cool. Ja, das ist easy. So, wir holen uns jetzt hier nochmal ein bisschen Gas. Jetzt müssen wir mal langsam ein bisschen aufholen. Das sieht ja hier an sich ganz rosig aus. So, jetzt könnten wir hier nochmal einen... Noch ein Upgraden oder machen wir mehr Gas, ist die Frage. Wir hätten sowieso nicht upgraden können. Wir gehen hier auf Gas. So, wir gehen jetzt mal voll auf Gas. Ein bisschen Risiko jetzt mal spielen. Wir wollen hier auch mal ein bisschen wieder hochkommen jetzt. Und ich hoffe, dass ich jetzt die nächste Welle hier nicht leaken werde. Ich werde jetzt hier auf jeden Fall noch wesentlich mehr Swarmhost dazu holen. Ja, das ist nicht gut. So viele Kleineinheiten. Wird alles surrounded von den Skantipeden. Das sieht übel aus. Block ist komplett down jetzt. Also, die lassen sich zwar nicht immer stacken, aber vielleicht ist es doch ganz sinnig, wenn man sich dann nochmal einen zweiten Resonator dazu holt. Einfach nur, falls einer kaputt ist, dass trotzdem noch Schild und Regeneration da ist. Das wird knapp, aber es könnte klappen, denn der Tree of Knowledge ist eine super starke Einheit. Und wenn er stirbt, sterben auch noch ein paar Einheiten, kleine Einheiten, wenn sie angeht, jetzt sind mit. So, wir haben jetzt hier nochmal 390 Mineralien. Jetzt 425. Und wir holen uns hier nochmal einen dazu. Und den werden wir gleich ausbauen. Zum Tree of Life. Wenn wir dann nächste Runde die Mineralien dafür haben. Aber ich denke mal, das sollte passen. So, er auch. Er zieht Speed 1 erst, der 10, und er hat Speed 2, so wie ich jetzt auch schon. Also ich hole jetzt mit dem Speed ganz gut auf auch. So, jetzt hier insgesamt 3 Schwarmhoste, die natürlich dann später nochmal ausbauen. Oh, das wird auch eine sehr schwere Welle werden. Da gesehen hier, Tree of Knowledge ist gestorben und hat direkt nochmal allen Schaden verpasst. Wie so ein PSI-Sturm, der dann nochmal gesetzt worden ist. So, das wird ein Leak. Gehe ich stark von aus. Ah, ist auch down, ist auch down. Der Schwarmhaus kann ja nicht viel anrichten.
aber Gott sei Dank noch ein kleiner Leak. So, danach kommen Brutlords. Och, Leute, haben wir alle geleakt. Ja, schön. Ja, moin. Das war nicht schön. Aber, also, so kann man es, muss ich sagen, sehr gut spielen. Sollen wir einfach nochmal rein. Machen wir nochmal einen kleinen Test. So, zweite Runde startet. So, dann wieder hier auf, da oben auf Swarm gehen. Die sind geil, Spirits sind geil, Magnetosphäre sind gut. Outcast habe ich nicht gebraucht. Könnte man überlegen, ob man sich da so ein Tempest reinpackt. Ja, nee. Reicht, glaube ich, von der Value nicht aus. Yeah. Tree of Travel, auch nicht. Preserver. Ja, der kommt schon. Vanguard ist auch nicht schlecht. Netherlord ist auch gut. Aber ich glaube, wir holen jetzt den Preserver mal dazu. So, bestätigen wir hier mal. Okay. Selbe Taktik. Ja, Preserver waren, glaube ich, eine richtig gute Entscheidung. Weil aus dem kann man später ein Archivar bauen. Und die Archivare sind halt sehr traumhaft. So, wir bauen, wie gesagt, hier wieder unsere Magnetosphäre hin. Dann hier ringsherum ein paar kleine Zerglinge auf. Man kann auch mal probieren, ob man jetzt den hier mal direkt verkauft. Vielleicht kann ich jetzt mal, ich probiere mal jetzt hier einfach ein Upgrade, ein Gas-Upgrade zu machen. Vielleicht hält das ja, passt das ja mit dem einen Resonator für die erste Runde. Ich kann jetzt schon direkt ein Gas-Upgrade machen. Man muss ja immer auch mal ein bisschen testen, ne? Also vielleicht läuft das. Wahrscheinlich nicht, aber wir werden es jetzt sehen gleich. Wäre ja echt cool, wenn das so in der ersten Runde klappen würde. Bitte, bitte, drückt mir die Daumen. Zerglinge gegen Zerglinge. Nein, das sieht nicht gut aus. Vielleicht sieht es doch gar nicht so schlecht aus. Schönes, schönes Ding. Sehr gut. Ich mache hier direkt noch ein Gas-Upgrade. Das ist ja traumhaft. Marudor 3 will der eine schicken. Mhm. Das ist doch mal cool, dass man hier direkt mit der Magnetosphäre die erste Welle so schafft und ein paar Zerklingen. 4 Stück hatten wir, glaube ich, gebaut, ne? Das werden wir gleich sehen. Jo. So, wir können jetzt einen ausbauen. Zu fetten haben wir trotzdem noch genügend Mineralien. Damit sollten wir dann auch die zweite Welle schaffen. 3 Gas. Boah. Direkt am Anfang so ein Gas zu bauen. Ist cool, wenn es läuft. Und ich hoffe, dass ich jetzt hier die zweite Welle, dass hier kein Titan Strider oder was mitgeschickt wird. Oder wenn er mitgeschickt wird, dass er direkt gekillt wird. Das wäre optimal. Ja, mal gucken, ob das jetzt auch so schön weitergeht. Ja, ein Zealot. Der muss natürlich jetzt hier direkt dran graben gleich. Ja, der wird angegriffen. Zealot ist... Oh, Magnetosphäre wird auch angegriffen. Zealot ist jetzt down. Ja, killt hier noch gut. Er hat noch Schild, er lebt noch. Er lebt noch. Stirbt jetzt, glitzt. Ja, das könnte trotzdem klappen. Magnetosphäre sieht noch gut aus. Wir machen hier direkt noch ein Gas-Upgrade. Können uns gleich die zweite... Obwohl, das könnte knapp werden. Wir probieren es. Titan Strider wurde bei meinen Teammates mitgeschickt. ...157 haben wir jetzt. Okay. Wir bauen jetzt direkt mal... Können wir leider nicht ausbauen, brauchen 168 für. Entweder bauen wir jetzt hier einen von aus noch. Kostet 80. Das machen wir jetzt auch. Und dann haben wir noch 77 über für den ersten Spirit. Den packen wir vorne oder hinten. Ich glaube, nee, daneben packen wir den mal hin. Ich hoffe jetzt, dass wir die Space Cows auch easy schaffen.
Titan ist mit dabei. Ist nicht gut. Spirit ist down. Der Titan haut da ordentlich drauf. Der macht mich hier fertig, macht er mich. So, jetzt der Titan, komm, mach den Titan platt. Mach den Titan platt, ja, nice. Schön. Holen uns jetzt direkt das nächste Upgrade. Gleich, jetzt kommen Marines danach. Wird es schwer mit, gegen die Marines jetzt. Mit dem Setup, glaube ich. Aber 5 Gas. Ja, alle anderen haben auch 5 jetzt schon. Oder 4 und 5. 181. Wir können jetzt hier ausbauen. Und uns noch einen Warrior holen. Jetzt gleich, danach machen wir das, falls das funktionieren sollte jetzt hier, holen wir uns das Speed Upgrade. Ich mache mal 5 und dann Speed und wieder 5 Upgrades für Gas und dann wieder Speed. Und gucken wir mal, ob das jetzt weiterhin so gut läuft. Wäre natürlich wirklich optimal. Wird aber nicht einfach. Aber ich kriege diesmal nichts Dickes mitgeschickt. Warrior down, Saint down. Das werden wir wohl nicht schaffen. Aber die Magnetosphäre liegt ordentlich los. Die macht gut Kills. Also ich mag die. Ja, schaffen wir. Geil. Ja, Speed Upgrade. Und dann können wir uns schon die zweite Magnetosphäre holen. Okay, die Gegner schön am Leaken die ganze Zeit. Also, ja. Nicht verkehrt, ne? So, 163 Mineralien. Wir holen uns hier. Ja, packen wir da hin. Das sieht doch gut aus. Und jetzt fehlt uns ein Mineral für den nächsten Saint. Jetzt kommen Ilvalerts. Wir machen jetzt einfach noch ein Gas-Upgrade. Speed-Upgrade hatten wir ja gerade gemacht. Das sollte so passen eigentlich. Glaube auch nicht, dass jetzt hier irgendwas Großartiges mitgeschickt wird. Außer ein paar kleine Zerklinge. Also die Welle ist an sich schon sehr schwach. Und das ist natürlich mal richtig nice. Und kommt nichts Dickes mit. Also das sollten wir. Gucken wir mal. Hier sind die Einheiten. Ja. Die Damage-Dealer sind jetzt down. 2 Zerklinge sind noch mit da. Jetzt ist nur noch die Magnetosphären beide. Aber das sieht auch wieder großartig aus. Ja, passt. Machen wir direkt das nächste Gas-Upgrade. Und Vespingas müssen wir jetzt gleich auch nochmal upgraden. Okay. So, jetzt hätten wir die. Ne, haben wir glaube ich nicht die Möglichkeit. Aber jetzt wieder was für das Vespingas noch ausgeben müssen. Für. Ah, fehlen uns genau ein paar Mineralien. Das passt nicht. Außer wir verkaufen jetzt 2. Wir kaufen 2. So, dann holen wir uns hier den Archivar, packen wir mal nach hinten rein. Komm, bau! Oh, Gott sei Dank. Das wird jetzt schwer, glaube ich. Ah, der macht gut Splash-Damage auch. Und der kriegt hier immer noch schön Schild wieder. Easy, ne? Easy. Sehr gut. Na, ich glaube, das war eine gute Entscheidung, den jetzt zu holen. Wir machen jetzt direkt das nächste Gas wieder. Danach kommt Ziloten. Ja. Vielleicht noch einen davon holen. Oder eine Zaint ausbauen. Oder schon Schwarmhost. Ne, geht nicht mit dem Schwarmhost. Jack Drasil auch nicht. Wir holen jetzt noch einen zweiten hiervon. Packen wir auch direkt dahinter. Normalerweise sollte man ja immer so bauen, dass die ja irgendwie dann seitlich sind. Ich verkaufe den nochmal. Ich baue den mal seitlich hin. Ein bisschen. Der läuft sowieso gleich nach vorne dann bitte und dann sollte er Schild kriegen. Ich hoffe, dass das jetzt passt. Sieht sehr wenig aus. Wir bauen jetzt auch
Wir hoffen auf einen Jacques Drasil später noch und dann ein Archiv. Das Archiv macht auch Chaos-Damage und ist echt gut. So, und der kriegt hier auch Top-Schild, steht perfekt mit drin. Oh, war gut, dass ich den hingesetzt habe. Wir haben jetzt aber auch einen Tank hier noch. Aber ich glaube, der Tank ist gar kein Problem. Ich glaube, den hauen wir sowas von weg. Und das gibt nochmal schön Mineralien extra. Gegner. Oh, die Gegner sind hart am Leaken. Schön. Das ist schön. Ach, Gas schon. So, 284 Mineralien haben wir. 290 bräuchten wir für ihn. Wenn wir den verkaufen, kriegen wir leider nur 5 Mineralien. Dann fehlt uns genau ein Mineral. Wir könnten jetzt aber schon ein Archiv ausbauen. Das werden wir jetzt hier auch machen. Und machen jetzt einfach nur... Oh, toll. Ja, wir brauchen jetzt sowieso ein Upgrade. Grim Reaper kommen jetzt. Hoffe, dass wir die auch packen. Wir haben ja nicht viel hier, muss man echt sagen. Es sind wenig Einheiten. Und die Grim Reaper sind schon sehr stark, aber es wird hier nichts mitgeschickt. Das ist gut. Er kriegt hier einfach auch Doppelschild. Schön. Er ist gleich down hier. Aber er hat hier immer noch Schildregeneration. Und oh, das wird auch eine easy Runde. Schönes Teil. Aber hier wird wieder mal... So, der eine, der hat der da überhaupt was gebaut? Ich habe das Gefühl, der hat da gar nichts stehen. So, dann sollten wir die Exotics auch easy schaffen. Und wir haben jetzt 290, das heißt, wir können jetzt hier vorne schön den Jacques Drasil aufbauen und safen uns jetzt aber diese 50 Mineralien und hoffen, dass wir 400 kriegen. 400 wären schon, bräuchten wir auf jeden Fall jetzt. Ja, jetzt, wir haben ja theoretisch mit dem Income schon 100, ja, über 130. So, ich denke mal, es wird knapp, aber wir werden es wohl hinkriegen. Sofern wir auch alles killen. Aber ich glaube, das wird jetzt passen. Wo war eine Mutter kriegen wir mitgeschickt und ein paar Zwerglinge. Boah, das ist easy. Nikolasch hat die Partie verlassen, das war auch besser für die Teammates. Ja, das sieht sehr gut aus wieder. Und wir haben unsere 400 sicher. Und wir haben noch 3 Gas über. Das ist auch gut. Also 3 Supply meine ich noch über. Das heißt, ich glaube, der braucht 3 oder 4. Ich glaube, 3 braucht er. Der Tree of Knowledge. So, gucken wir mal rein. 2 sogar nur. Okay, easy. Schön mal schön ausbauen. So, wir können jetzt hier noch... Aber ich glaube, wenn wir jetzt 1-2 Zerklinge bauen... Macht das auch den Bock nicht fett. Aber was wir jetzt nicht haben, wir haben keine Swarmhoste. Das könnte uns natürlich jetzt das Genick brechen. Wir hatten ja letztes Mal Swarmhoste. Wir haben den auch nicht zum Demon ausgebaut. Dafür haben wir ein Archivar, also ein Archiv und noch ein Preserver und den Knowledge. Mal gucken. Also könnte hart werden. Ersten haben wir down, zweiten haben wir down, ja, schaffen wir, schönes Ding, nice, ja, ist eine schöne, gute Runde. So, wir machen jetzt hier, gehen auf Upgrades, machen hier das nächste Speed-Upgrade, bauen jetzt erst 2, aber wir können das gar nicht bauen, wir müssen so bauen und dann das Speed-Upgrade. Gegner kommt fast, ne, bei uns kommt einer durch, boah, das ist egal, der ist... sofort tot. Da muss er sich doch nicht für entschuldigen. Zup. Okay. So, jetzt haben wir 161 Mineralien wieder. Was holen wir uns? Ich glaube, wir safen mal unsere Mineralien. Skantipeten haben wir. Obwohl, wir machen jetzt hier nochmal weiter Gas. Wir holen uns jetzt mal voll, gehen nochmal voll auf Gas. Und danach holen wir uns ein paar fette Einheiten noch dazu. Ich denke mal, dass wir die Skantipeden jetzt auch platt kriegen. Aber dann erstmal ein bisschen Safety spielen, weil die Hydralisken werden stärker. Also sind schon sehr stark.
Muss hier ein Heli haben wir jetzt dazu gekriegt, okay. Schilder verlieren wir jetzt. Das erste ist down. Jetzt haben wir nur noch 90 Schild und nicht mehr so eine hohe Regeneration des Schildes. Aber das sieht gut aus. Okay, 484 haben wir. Jetzt kommen die Hydra schon dazu. Erstmal Depot. Und ich glaube, hier noch ein Archiv und noch ein Preserver dazu. Packen wir jetzt einfach mal auf die andere Seite hin. Und wir könnten uns noch ein Saint holen. Das machen wir jetzt auch noch. Weil die werden jetzt echt schwer werden. Habt ihr ja in der letzten Runde gesehen, dass da viele geleakt haben. Und ich hoffe, dass wir das jetzt hier so mit Doppelarchiv und Knowledge hinbekommen. Oh, wieder ein Immortal. Aber der Immortal ist Gott sei Dank sofort gekillt worden. Ja, der macht jetzt hier ordentlich nochmal Splash Damage. Ja, das sieht gut aus. Der lebt hier auch noch. Ja, so ist schön. So, nochmal zwei Upgrades. Danach kommt Brutlords, sind auch wieder. Es ist eine einfache Welle, finde ich. Alle fliegenden Wellen sind irgendwie einfacher als normal. So, wir holen uns jetzt hier. Oh, scheiße, jetzt. Ah, das wollte ich. Hätte ich am liebsten gerade noch abgebrochen. Brutlords, ja. Den behalten oder. Ja, ich glaube, wir safen jetzt und. Oder wir holen uns jetzt. Ne, wir safen jetzt die Mineralien. Ich hoffe, das passt so. Ja, das sieht gut aus. Top. Richtig top. Okay, dann Chakra. Und jetzt gibt es ein Tree of Life dazu. Und wir haben jetzt 100. Wir können hier noch ein. Ihm muss kommen jetzt. Ich hasse diese Immortals. Ja, wir bauen den jetzt erstmal noch aus. Und, und upgraden jetzt erstmal hier ein bisschen. Sind super stark. Power Mortal wurde auch noch mitgeschickt. Haben wir gut weggehauen. Schön. Keiner irgendwie geleakt. Hätte ich nicht gedacht. Aber war easy. War wirklich easy. Okay, dann. So, dann wenn wir die Boos brauchen, dann bauen wir mal welche, aber holen uns auch direkt das Speed-Upgrade noch dazu. Schicken mal ein Firebat mit rüber und holen uns jetzt den nächsten. Dann packen wir mal. Ne, packen wir auch mit nach vorne. Ich glaube noch ein Tree of Knowledge dazu. Boah, holen wir uns gleich. Jetzt kommen Lurker. Jetzt werden die Wellen natürlich immer schwieriger. Schon Tor am Kopf geworfen hier. Das könnte mir das Genick brechen. Auf den Tor rauf, komm. Nice. Sehr schön. So. Tür of Knowledge noch dazu. Und dann den Rest dann halt. Helions danach. Okay. Oh, die Push schon wieder. Wir gehen nochmal auf Upgrades hier. ~240 kostet das nächste Upgrade. Speed Upgrade. Helions sind auch nicht einfach. Boah. Werden die hier weggehauen? Schön.
Und jetzt gehen wir mal aufs Wurmhoste. Jetzt erstmal noch ein Speed. Und jetzt fangen wir an, hier hinten das Wurmhoste mitzubauen. Das stecken wir dann erstmal noch wieder ins Ausbauen. Und dann Marodeure kommen jetzt gleich. Dann hoffen wir, dass wir genügend Kohle haben, um dann wirklich richtig viele Swarmhoste zu bauen. Wir wollen hier eine ganze Batterie haben. Quilgor wird mitgeschickt. Archivare werden gekillt. Muss seitlich mehr Block haben noch. Aber die Hoffnung lebt noch. Alles gut. Ja, das sieht schön aus. So. Mach wieder Depots. Ja, ja. Hab ich doch jetzt gerade ausgebaut. Brauchen wir mal so ein bisschen. Okay, Server können wir noch einsetzen. Jetzt wird auch noch einen hin. Und schicken wir auch mal so einen Quilgor mit. Der gibt halt optimal Income hier. 25 Income bekommt man für ihn. Schon 31, auch schon 31. 4 Speed Upgrades. Ich habe auch 4 Speed. Ich glaube, ich hole jetzt das letzte, das 5. Speed Upgrade noch. Sieht auch wieder gut aus. Und ja, hier noch welche hin. Das Upgrade ist super teuer. 310 für Primal Horst. Für den primalen Horst. So, hier nochmal ein bisschen auf. Da können wir nicht. Müssen jetzt mal wieder Supply ausbauen. Bauen wir direkt nochmal Supply aus. 19. Welle, Leoten. Jetzt hier erstmal ein bisschen Upgrades machen. Das wird hart. Der haut gut was weg. Das ist ein Leak. Nicht schön. Das zackt. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Hab gedacht, dass wir das schaffen. Okay. Jetzt kommen die Fettis. Probieren es jetzt aus mit dem primalen Horst. Und hier noch ein Archiv dazu. Und hier noch ein paar kleine Zerklinge einfach mal. Einfach nur als ob sie was bringen oder nicht. So, egal. Bisschen Block. Einfach ein bisschen Block produzieren. Und schicken jetzt ein Tor mit rüber. Die kämpfen halt die ganze Zeit mit den Horsten. Das ist natürlich sehr schön. Gegner kommt eine Menge rüber. Haha, schön. Aber oh, das wird hart für die. Ich glaube, das könnte ein Sieg sein. Erst gekillt, zweiten gekillt, dritten gekillt. Aber das wird hart. Wenn sie hier nichts ausgebaut haben, war es das? Die haben nichts ausgebaut. Das ist G-Unit. G-Unit. Neue Taktik. Läuft, Leute. Also, nicht schlecht. Kann man so spielen. G-Unit.
Wir sind die AGG Unit. Okay, ich mache jetzt hier erstmal wieder einen kleinen Break. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr ja mal einen Daumen nach oben geben. Wenn nicht, dann lasst es sein. Haut rein, viel Spaß beim Zocken wünsche ich euch. Agri out, see you.